elegant, aber gleichzeitig irgendwie auch mega herzig, oder? So finde ich Pinguin. Für die Luisa sind Pinguin die absoluten Lieblingstiere. Ich überrasche sie heute zusammen mit ihrer Schwester, der Elina. Dank uns kann Luisa selber Pinguin füttern. Ich bin dann natürlich, ich erfülle Wünsche. Ich friere vor dem Zürich Zoo und warte auf die Luisa. Sie überrascht heute. Und sie hat keine Ahnung, dass es nicht ganz ein normaler Zoobesuch wird heute. Das wissen nur ihre Schwester Delina und ihre Mami. Mit denen kommt sie jetzt dann gerade. Keine Ahnung, von welcher Richtung das kommt. Da hinten. Da läuft gerade Luisa an mir vorbei. Sie hat keine Ahnung, dass wir hier filmen wegen ihr. Luisa! Sie hört mich gar nicht. Komm, ich möchte näher. Luisa! Luisa! Hi! Du bist in dem Fall Luisa, hä? Hoi, ich bin Anna. Hoi, Luisa. Geht's dir gut? Geht ganz komisch, gell? So mit einer Kamera da. Hey, hast du gemeint, es geht in den Zoo, gell? Ja. Ich kann sagen, es geht in den Zoo, aber wir haben etwas Spezielles vor. Zu verdanken hast du die Überraschung deiner Schwester. Was meinst du dazu? Gut. Hast du Bock auf einen Überraschungstag? Ja. Und was hast du für ein Lieblingstier? Pinguin. Pinguin, schön. Ja, was meinst du, wenn wir mal die anschauen? Dann können wir dort ein bisschen in Ruhe schwätzen. Ja. Und uns ein bisschen kennenlernen. Also gut. Oh, schau da. Was sind das für dich? Pinguine. Ja, Königspinguin, he? Das sind so die richtig schönen, finde ich. Mhm. Die Toppen sind noch kleinere, aber andere. Die dort, gell? Ja. Das sind Humboldt-Pinguine. So herzig, wie die da stehen. Ja. He? Und denen macht Kälte nichts im Vergleich zu mir. Hey, du hast mir gesagt, dass Pinguine deine Lieblingstiere sind, ja. Ganz allgemein. Warum denn eigentlich? Ich finde sie herzig, herzig, auch wie sie watscheln. So? So. Ja. Und du hast, glaube ich, dein Zimmer voll Pinguinsachen, oder? Was hast du alles? Ja. Also die Decke und die Küsse habe ich auch Pinguin. Und ich habe viele Zeichnungen habe ich auch schon mit Pinguinen gemacht. Und an den Türen habe ich auch Poster, wo Pinguine sind. Mega Pinguin-Fan, oder wie? Ja. Also schau, dann verrate ich dir, was die Überraschung von heute ist. Du darfst Pinguin füttern. Selber mit dem Tierpfleger zusammen. I'm going under in the summer, feel there's no one to save me. Ja, hallo zusammen. Ich bin Nikolai. Bist du Luisa? Ja. Hoi. Wollen wir rein zur Sonne nachher? Ja. Ready für Pinguin. Wir sind aber noch nicht ganz ready, wir müssen noch Fisch parat machen. Ja? Also, da ist Fischkoche, ich komme mit rein. Schmeckt man's? Ja. Schon? Ja, man schmeckt's. Ja, wir haben da von überall Fisch gesehen, wir haben da schon ein bisschen aufgetaut. Die kleinen Hering, die kommst du nachher rüber. Du kannst nämlich nachher den Humboldt-Pinguin füttern. Und hier haben wir die grossen Hering. Das ist für die grossen Pinguine. Die kleinen Pinguine und die grossen sind draußen. Mhm. Und die kleinen sind extrem frech. Ja. Und da muss man ganz, ganz schnell füttern. Und sonst kommen die kleinen dazwischen und dann hauen die grossen ab. Und darum habe ich gedacht, dass wir eigentlich heute vor allem die kleinen Pinguine füttern miteinander, ja, zusammen. Und wenn am Schluss die grossen immer noch kommen, können wir es probieren. Ich will es aber noch nicht 100% versprechen. Du traust Fisch halt länger. Ja. Kein Problem. Nein. Auch wenn er etwas schludrig ist und stinkt. Lieber du bin ich. Jetzt nimmst du mal so einen Fisch, am besten einen kleinen grossen. Die Luisa steckt Salztabletten in den Fisch hinein. Die brauchen die Pinguine, weil sie normalerweise im Salzwasser leben. Zack. Und rein, hä? So. Perfekt, hast du das gemacht. Und dann kannst du den Fisch, der fertig ist, hier reinrühren. Einfach hier in den Kübel rein, hä? Warum hast du mir von diesem Wunsch gemolden? Also, es ist schon länger, als ich es angemolden habe. Und hier hat sie noch das Knie operieren vorher, weil sie einen Unfall hatte beim Skifahren. Und ja, sie hat mir hier leid getan und sie hilft mir daher auch immer viel. Was würdest du sagen, was habt ihr so für eine Schwesterbeziehung? Ja, gut. Wir helfen einfach viel einander. Es ist sehr gut zusammen. Schön, hast du dich gemolden bei mir. Das ist sehr cool. Falls du daheim auch mal deine Schwester oder vielleicht deinen Bruder oder einen guten Freund möchtest überraschen, dann kannst du mir gerne sagen auf srfkids.ch. Anmeldeformular ausfüllen, zack, der Wunsch kommt zu mir und dann melde ich mich vielleicht schon bald bei dir. Jetzt wieder einen, am besten ein bisschen grösseren. Hast du auch mal probieren?
Ja, ja. Also gut. Handschuhe aus. He? Machen wir das. Und dann können wir mal miteinander. Aber jetzt musst du mir schnell zeigen. Ja. Was muss ich machen? Da drei und nachher hinterher stoßen. So, zack. Ja. Und dann hätten wir da den Fisch. Ich denke, die Pinguine haben Hunger, die stehen alle schon draußen und warten. Gehen wir raus miteinander. Oh, ich bin also ein bisschen neidisch auf dich. Ganz viel Spass, wir schauen zu. Schau jetzt. Jetzt Fisch nehmen und dann füttern. Und jetzt kommen die Grossen auf. Da ist ein paar Mähne. Und geniert ein paar in. Das ist Theresa jetzt gerade hier. Ganz ein alter Pinguin, den wir hier haben, mit einem roten und grünen Bändchen, der jetzt gerade den Fisch genommen hat. Genau, jetzt kannst du auch mal ein Hämpchen anrühren oder so. Genau. Die Humboldt-Pinguine fressen schon mal super von der Luisa. Und der freche Königspinguin hier, der wird auch schon Fisch von mir. Der Nikolai lenkt ihn ein bisschen ab. Ja, hast du hier? Hey Luisa, wie fühlt es sich an? Cool. Sind Sie auf die Füße gestanden, Luisa? Merkst du irgendetwas? Auf die Füße gestanden. Weißt du was? Rühre mal ins Wasser rein. Weit, weit rühren. Ja, siehst du? Ja, super. Hey, so cool, jetzt kann sie einfach die Pinguine füttern. Was geht dir jetzt durch den Kopf, wenn du das siehst? Ja, ist sicher cool für sie. So neu bei den Pinguinen zu sein, denke ich, ja. Bist du ein bisschen neidisch? Ein bisschen schon, ja. Ist ein einmaliges Erlebnis, definitiv, ja. Gell? So, Luisa. Jetzt bei den grossen Pinguinen müssen wir jetzt schnell ganz ruhig stehen bleiben. Und die kommen zu uns. Und jetzt können wir mal schauen. Das ist Raimi. Das ist ein bisschen mühsam mit dem Füttern. Vor allem, wenn sie keinen Hunger hätten, wollen sie nämlich nur Fisch rühren, wie jetzt. Ob echt Königspinguine auch von der Luisa fressen, die sind ja schon ein bisschen scheu. Perfekt. Et voilà, es klappt. Wunsch erfüllt. Wie war es? Mega cool. Was war am lässigsten? Pinguine zu füttern. Lieber in den Schnabel oder rühren? In den Schnabel. Luisa hat sogar Königspinguin können füttern am Schluss. Ich glaube, jetzt ist das Glück perfekt. Wir sind auch schon auf dem Schiff bei Anerfüllt Wünsche. Dort hat Laura selber ein Schiff dürfen steuern. Oder zum Beispiel bei FM1 im Radiostudio. Du siehst alles auf srfkids.ch. Alle Folgen von Anerfüllt Wünsche. Oder du abonnierst am besten einfach SRF Kids auf YouTube.